Stößchen, neuer Weekly Vlog. Jawohl, Friese on point. Espresso on point. Herzlich willkommen. Neue Edition, neue Woche. Let's go. Ich bin gerade am gucken. Jenny war auch schon fleißig. Jetzt gibt es gleich Spaghetti Aglio Olio oder Aioli, keine Ahnung. Auf jeden Fall was mit Schoßkäse, mit viel Knoblauch und Öl. Let's go. Sollen wir so ein ganzes Pack machen? Oder will ich ein halbes Pack? Ein ganzes Pack, oder? Was mache ich? Der Gassi aus der Dose. Der Gassi aus der Dose. Der Gassi aus der Dose. Dieser Gassi aus der Dose. Okay. Also mehr brauchen wir nicht. Der geneigte Brite würde sagen, ein paar Tomatoes. Ja, hier ein paar Tomaten. Ein bisschen Knoblauch. 4-10 habe ich mich entschieden. Ein bisschen do, ne? Chili-mäßig. Olivenöl, Salz, Pfeffer, Basilikum, dies, das. Und let's go. So, hier alles vorbereitet. Wie gesagt, die Chilis, Peperonis, Tomate, Schafskäse, Nudeln sind ready. Abgießen, Knoblauch dazu, Olivenöl, Salzen, Pfeffern und so weiter. So, fertig. Ein Beauty Award gewitzelt, aber es ist mega lecker. So, jetzt hier kurz im Büro. Ich muss einiges erledigen. Ein Voice-Over und Schnitt für die Jenny. Da haben wir was gekocht. Dann eine Visitenkarte wollte ich für den Harrison erstellen, weil der so einen kleinen Rucksack bekommen hat. Und da kann man die Visitenkarten reinmachen mit dem QR-Code, dies, das. Ansonsten gibt es ja einiges zu planen. Jahresendgeschäft, ja, Vlogmas und sowas. Da müssen wir in die Planung gehen. Let's go und ja, ab dafür. Ich nehme euch auf einen Taste-Test hier mit. Diese China, was ist das, Alter? Sprite, Chichimanga, Sprite, China Fiber Edition. Keine Ahnung, willst du zuerst oder ich? Riecht wie Sprite, ganz normale. Schmeckt ein bisschen leichter, nicht ganz so pappsüß. Ah, das ist 0,0. Nun? Spumi? Dein Rating? Ja, aber halt nicht das Babsüße, ne, wie man es so kennt. Alter, hopp. Was los, Senor? Was los, Senor? Was fallen Sie mich an? Und dann nehme ich euch mal kurz mit. Endlich ist es angekommen. Ich glaube, Wartezeit, keine Ahnung, wie lange haben wir gewartet? 3 Wochen oder sowas bestimmt, weil es vergriffen war. Old School, Mold School. Asterix als der Palatinator. Schlagen wir mal das Ganze auf. Ist alles auf pelzig. Ich weiß gar nicht, darf man das hier zeigen? Darf ich daraus vorlesen? Keine Ahnung, aber ist richtig lustig. Zack, 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 hier einmal drauf. Bon. So, Kinas, just sind wir nach Hause gekommen. Die Visitenkarten für den Harrison sind da. Sieht man das richtig? Also hier ist so eine Art Collage mit ein paar Bildern. It's me, Harrison, QR-Code für sein Insta. Follow und subscribe. Da ist er gut ausgestattet. Gell, Mali? So, weshalb, warum fragt man sich, weil man... Also immer, wenn wir unterwegs sind, wird er angesprochen, also nicht angesprochen, sondern gestreichelt, wie ist das, und hat er Instagram und er hat ja so einen kleinen Rucksack bekommen und in diesen kleinen Rucksack kommen diese kleinen Visitenkärtchen. Ganz easy. Ich gehe jetzt aufgrund des Wetters ein lecker Tomatensüppchen kochen. Schön aus dem Thermomix, ohne dies, das, schön Tomate. Ab dafür. Bei den Thermomix-Rezepten darf man eigentlich gar nicht mitfilmen, mache ich auch nicht, aber nur hier die Ingredienzien, knapp ein Kilo Tomaten, klein gehackt und ab dafür. Mann, so schnell schon halt alles gegessen. Hier das Endergebnis, mega yummy und lovely tummy.